Hoffnungsgeschichten Staffel 2. 50 weitere Male von Gott bewegt. Ein Podcast der Allianzmission. Ein Satanist fragt nach Gott. Rose de Jesus ist digitale Missionarin in den sozialen Medien und berichtet. Social Media. Ein Ort, wo Menschen suchen. Nach Antworten, nach Identität, nach der Wahrheit. Genau dort möchte ich Ihnen begegnen und Ihnen die Wahrheit zeigen. Jesus Christus. So begegnete ich eines Abends auch Ace. Ich streamte auf der Online-Plattform TikTok und plötzlich fragte jemand an, ob er meinen Livestream beitreten könnte. Ace666 nannte er sich. Und in seinem Profil stand Satanist/Illuminati. Sein Körper war geschmückt von unzähligen Tattoos mit satanistischen Zeichen wie 666, einem Pentagramm und dämonischen Wesen. Ich war gespannt, was auf mich zukam und ließ mich auf den gemeinsamen Stream ein. Wenn es eine Sache gibt, wofür mein Herz in Bezug auf das Missionieren schlägt, ist es der sehnlichste Wunsch, Menschen genauso zu begegnen, wie Jesus es tat. Ohne Vorurteile, mit einem offenen Herzen und göttlicher Liebe. Dies tat ich bei Ace auch. Wir kamen ins Gespräch und ich erklärte ihm, dass die geistliche Welt real ist und dass Gott sich eine lebendige Beziehung mit ihm wünscht. Er war sehr interessiert und wollte sich mit der Bibel auseinandersetzen. Einige Monate später begegnete ich ihm erneut und er hatte dies tatsächlich getan und stellte mir viele Fragen. Beispielsweise nach der Erschaffung der Welt oder warum wir Jesus nicht Jeschua nennen. Ich habe gespürt, auch wenn dieser junge Mann aussehen mag, als hätte er Gott komplett den Rücken zugekehrt, ist er doch auf der Suche. In ihm hat sich etwas getan und Gott kann daraus Großes entstehen lassen. Galater 6, Vers 9. Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden. Denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. Lesen und ermöglichen Sie weitere Hoffnungsgeschichten unter allianzmission.de/hoffnungsgeschichten.